wenn Sie herausragende Köpfe suchen. Ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Rosenmontag in Remscheid-Lennep. Und leider fällt der Karnevalsumzug aus. Gunter Brockmann von der LKG bei mir. Was waren am Ende die Gründe? Ja, die Gründe sind eben die Wetterlage, die vorhergesagt ist. Die können wir nicht außer Acht lassen. Im Endeffekt sind es die Windböen, die angesagt sind. Wenn wir jetzt auch hier stehen mit Sonne und kein Regen, ist es ärgerlich. Aber wir müssen das in Konsequenz eben umsetzen. Und was ist mit den Feierlichkeiten in der Lenneper Altstadt? Ja, gleiche Grundlage. Die gilt natürlich auch wie für die Zugstrecke, auch für die Altstadt. Gleiche Risikofaktoren. Wenn da Menschen sind, die getroffen werden von umherfliegenden Gegenständen, wäre es ärgerlich. Auch da muss der Veranstalter diese Sache mittragen. Und wie sieht es aus mit dem Karnevalsumzug und Nachholen? Gibt es einen in 2016 oder fällt der jetzt Nein, aus? Also wir werden diese Geschichten nachholen können aus personellen Gründen. Wir haben im Winter, ich sag mal, genug Leute da, die helfen in Sommermonaten, Mai und so weiter. Reicht das nicht aus? Ist ein Riesenaufwand, den wir betreiben müssen. Und da sind wir froh, dass wir immer zur Karnevalzeit dieses schaffen können. So, und wir holen uns mal ein paar Reaktionen ein von den Karnevalisten, die hier nach Lennep gekommen sind, um den Umzug zu sehen. Ja, eigentlich schon. Hab mich drauf gefreut und ja. Letztes Jahr, die letzten paar Jahre hier gewesen, ja, extra nicht nach Köln zum Rosenmontagszug, ja, und dann wurde er leider abgesagt. Echt traurig, weil das Wetter ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also ich finde es schade, dass der Karnevalszug heute abgesagt worden ist, nicht nur wegen uns Erwachsenen oder sowas, alleine für die Kinder auch, wegen den Kamelle und sowas alles, die hätten ganz Spaß gehabt heute und schade eigentlich, für uns Länderpaar ist das schade. Schade eigentlich, die ganzen Vorbereitungen, die die Vereine gemacht haben. Und ich hoffe, dass im Sommer mal nachgeholt wird, ne? Wir sitzen jetzt hier mit den anderen Kollegen und warten. Wir machen irgendwas anderes. Aber ich hoffe, für nächstes Jahr habt ihr das anders im Griff. Das also die Reaktion der Leute. Ja, Gunther, und eine Änderung gibt es ja auch. Das Festzelt öffnet eher. Ja, als Kombination haben wir die Genehmigung bekommen vom Ordnungsamt, dass wir das Zelt heute früh aufmachen können. Ab 14 Uhr ist das Zelt schon auf. Die Freibeuter, die als Zugkapelle angedacht waren, werden im Zelt aufspielen. Und alle, die eine Karte haben, können gerne früher kommen. Und die Leute, die keine Karte haben? Die können sich auf den 11.11. freuen in diesem Jahr. Da gibt es hier neue Karten. Also dann, wie du ja jedes Jahr sagst, immer frühzeitig die Karten besorgen. Ich glaube, das ist die einzige Option, ne? Genau so ist es, ja. Dankeschön, Günther, für dieses Gespräch. Also, der Karnevalsumzug hier in Remscheid-Lennep fällt leider dieses Jahr aus. Aber 2017, da wird es hoffentlich einen dann geben.